Was immer ihr wünscht. So, jetzt ist es nur noch einer. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Leichtfüßig. Vulkan im Kyrillium. Gott, wenn ihr es wollt. Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Chance. So. Wo soll ich euch meine Fähigkeit? Yoshimo ist bereit. Da sind auch Fallen, soweit ich weiß. Ja. Das macht das Ganze ja so mies. Probe des Abenteurers, ja. Die ist nicht ganz so toll. Aber jetzt mal gucken, was die anderen dabei hatten. Und dann hoffen wir, dass das alle hier oben waren. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich entsinne mich. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Leeres Trankfläschchen. Ein leeres Trankfläschchen. Schützt vor kritischen Treffer ist immun gegen Bezauberung. Haben wir nicht so einen schon? Ja, haben wir schon. Zweimal sogar. Ist aber definitiv für dich besser als den Favisionshelm. Das ist sogar nur ein normaler Helm. Ernsthaft? Ja. Tetanisch plus 1. Damit wäre sie überladen. Dir bringt der halt absolut gar nichts. Außer, dass er leichter wäre. Ja. Ja doch, warum nicht? Gewicht 60 zu Gewicht 70. Naja, falls wir mal einen anderen Umhang für ihn finden, wäre es nicht schlecht. Ein Zweihänder. So. Ich helfe, wo immer ich kann. Warum hat sie eigentlich nur zwei Heiltränke? Fällt mir gerade so auf. Hier, Erwi. Jetzt hast du auch 5. So, jetzt hat jeder 5 von den guten Heiltränken. Was kann ich tun? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. So, sacken wir erstmal. Auch nicht schlecht. Streitkolben plus 2. Plattenpanzer plus 1. Göttliche Rage. Kann ich verwendet werden von Druiden, Magiern, Klerikern? Yoshimo. Du bist auch der Katana-Mensch. Was macht das Ding, göttliche Rage? Der Träger kann einmal täglich die Zauber Blitzschlag und Blindheit einsetzen. Wird der Gegner von dem Katana getroffen, löst er einen Donnerschlag aus, der den Gegner betäubt, wenn ihn ein Rettungswurf gegen Zauber misslingt. Wenn der Gegner von dem Katana getroffen, erleidet er zu 5% durch einen elektrischen Schlag zusätzliche 20 Schadenspunkte. Wow. Das Schwert hebst du mal auf, Keldon. Genauso wie das Schwert hier. Katana plus 1. Ein Lederpanzer plus 1. Und ein Kurzschwert. Kurzschwert plus 2. Wow.
In Ordnung. Braucht ihr? Ich werde mein Bestes tun. Ja? Wenn ihr wirklich meint. Da ist ein Geschwindigkeitsöl noch. Okay, hier ist noch jede Menge. Abwehrhelm. Rettungswurf plus 1. Elektrizität, Schutz vor kritischen Treffern. Naja gut, Baldurans Helm ist besser, weil Rettungswürfe plus 5. Wie schlecht wir ohne den Helm wären. Warum auch immer nur minus 1? Bei dir würde dann auch nur minus 1, ja. Das ist da wahrscheinlich ein Tippfehler. Besondere Fähigkeit, Elektrizität. Das ist okay. Und der da macht ja auch Magieresistenz gegen die drei Sachen. Feuer, Kälte und Elektrizität 25 und der macht nur 20. Ne? Aber eins auf Rettungswürfe. Komm, Minsk, du bist eh irre im Kopf. Die können wir auch nicht identifizieren. Das ist ein Schnelligkeitsöl. Da hat jetzt Hiroshima einen Haufen von dem Zeug. Ja. Noch ein Feldharnisch. Da müssen wir erst rasten. Okay. Ich warte. Können wir hier drin rasten? Ja. Das ist praktisch. Ah, wieder ein Feldharnisch. Streitaxt und großer Schild plus 2. Ich glaube, den besten Schildträger tragen wir sowieso schon. Ja, minus 4. Also, nö. Bei der macht minus 3 auf die Rüstungsklasse, genau. Und nur minus 1 gegen Fernkampf. Das Ding macht minus 7 gegen Fernkampf. Das heißt, ich bin eigentlich... Ja, so gesehen bin ich fast unverwundbar im Fernkampf. Weil ich komme da auf eine Rüstungsklasse von minus 14. Das heißt, der Gegner braucht mindestens ein ETW von... Was? Von 6? Oder 5 ja, sogar. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr müsst eure Gruppe erst... Also, nee. Das kriegt kein Gegner auf der Welt hin. Sodeshne? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? So, Yoshimo. Ach, Quicksave sicherheitshalber. Das hier sieht alles ein bisschen bekannt aus, weil das ist dasselbe wie das Anwesen im Brückenviertel. So, warten wir mal weiter ab, ob wir noch mehr Fallen finden. Wir haben halt hier jeweils drei Räume zum Abklappern. War da gerade ein Fragezeichen? Ich bin bereit. Jawohl, wie ihr wünscht. Ich denke, ich bin soweit. Sehr gut. Ja!
Ah, die ist gar nicht verschlossen, okay. Und das kann Keldon einsacken. Und vorher lassen wir mal das Yoshimo einsacken. Der hat ja, glaube ich, ein bisschen Platz. Gewitterbolzen. Nicht identifizierte bare Wurfpfeile, Verletzungspfeile, Bolzen, Stab. Was braucht ihr? Yokata. Das ist ein Lähmungsstab, okay. Pfeile plus 1, Pfeile der Durchbohrung. So. Oder machen wir es noch besser so. Da sind nur noch rote Kugeln übrig. Okay. Ja. Da nichts Interessantes, da nichts Interessantes, da nichts Interessantes. Gut, erster Raum ist clear. Da ist eine Geheimtür. Hier ist zum Glück nicht viel. So sei es denn. Ihr braucht meinen Rat. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Bücher. Das ist mal wieder eine Schleuder plus 2 und Kugeln. Okay. Der Kaufen ist leer und führt nirgendwo hin. Ja, gut. Und hier wohl genauso, ja. Ja, in dem Haus im Hafenviertel sind wir so reingekommen. Wo soll ich? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Das heißt, wir nehmen jetzt das Zimmer auf der Seite. Hier was mit Fallen versehen? Nö, nur ein bisschen Gold und eine Halskette. Das ist okay. Helden, ihr Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Ein Speer, okay. Derselbe Speer nochmal und hier scheint scheinbar... nichts zu sein. Mich wundert es, dass wir hier keine Geheimtür oder so entdeckt haben. Gut. Was für Speere sind das? Können wir nicht identifizieren im Augenblick. Die Pflicht auf das Gute. Das sind auf jeden Fall Feuerpfeile. Gucken wir mal. Stab der Furcht, das kann sie identifizieren. So, kann sie von dem Zeug was identifizieren jetzt mittlerweile? Bolzen nicht, die Wurfpfeile nicht, der Stab nicht, der Speer auch nicht. Hm. So, das überlädt sie ja nicht so sehr. Ich leichtfüßig und so. So, wenn, dann ist nur auf der Truhe eine Falle, vermute ich. Da sind wir hier oben schon fertig. Hm.